120 Millionen hat die Stadt Leoben für das kommende Jahr im Budget. Der größte Brocken, rund 76 Millionen, ist für die gesetzlichen Ausgaben der Kommune, für die Bereiche Bildung, Kinderbetreuung, soziale Wohlfahrt oder etwa die Erhaltung der städtischen Infrastruktur vorgesehen. Knapp 16 Millionen werden allein für das Jahr 2020 für Zukunftsprojekte veranschlagt. Ganz besonders freue ich mich auf das neue Kongresszentrum mit der Sanierung der Tiefgarage und, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, auch der Hauptplatz wird in mehreren Etappen saniert, sodass dann die Leobener Innenstadt ein Prachtstück sein wird, ein Juwel. Weitere künftige Projekte sind der Umbau des Kindergartens Donauwitz II, die Errichtung eines Wissens- und Kommunikationszentrums oder etwa ein regionales Fahrradkonzept. Was neu ist beim Budget, ist die Umstellung von der Kameralistik hin zu einer modernen Buchhaltung. Dieser neue Voranschlag wird erstmals eine genauere, eine fairere Einsicht in die Vermögens-, in die Ertrags- und in die Finanzlage ermöglichen, dass wir so künftig hier überraschungsfrei bleiben vom Geldzufluss und vom Geldabfluss. Das heißt, Kameralistik war Einzahlung, Auszahlung, war natürlich jetzt vom Datum abhängig und jetzt gehen wir in Richtung Periodisierung der Einzahlungen und Auszahlungen. Das sind dann die Erträge und die Aufwendungen und damit sind wir überraschungsfrei und wir können das Kommende natürlich mit den Unsicherheiten, aber im Wesentlichen sauber abbilden. 120 Millionen hat die Stadt Leoben für das kommende Jahr im Budget. Der größte Brocken, rund 76 Millionen, ist für die gesetzlichen Ausgaben der Kommune, für die Bereiche Bildung, Kinderbetreuung, soziale Wohlfahrt oder etwa die Erhaltung der städtischen Infrastruktur vorgesehen. Knapp 16 Millionen werden allein für das Jahr 2020 für Zukunftsprojekte veranschlagt. Ganz besonders freue ich mich auf das neue Kongresszentrum mit der Sanierung der Tiefgarage und, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, auch der Hauptplatz wird in mehreren Etappen saniert, sodass dann die Leobener Innenstadt ein Prachtstück sein wird, ein Juwel. Weitere künftige Projekte sind der Umbau des Kindergartens Donauwitz II, die Errichtung eines Wissens- und Kommunikationszentrums oder etwa ein regionales Fahrradkonzept. Was neu ist beim Budget, ist die Umstellung von der Kameralistik hin zu einer modernen Buchhaltung. Dieser neue Voranschlag wird erstmals eine genauere, eine fairere Einsicht in die Vermögens-, in die Ertrags- und in die Finanzlage ermöglichen, dass wir so künftig hier überraschungsfrei bleiben vom Geldzufluss und vom Geldabfluss. Das heißt, Kameralistik war Einzahlung, Auszahlung, war natürlich jetzt vom Datum abhängig und jetzt gehen wir in Richtung Periodisierung der Einzahlungen und Auszahlungen. Das sind dann die Erträge und die Aufwendungen und damit sind wir überraschungsfrei und wir können das Kommende natürlich mit den Unsicherheiten, aber im Wesentlichen sauber abbilden.